Herzlich willkommen. Ich möchte Sie alle herzlich begrüßen zu unserem Webinar mit der PropBase. Ich möchte Sie am Anfang darauf aufmerksam machen, dass das Webinar aufgenommen wird und im Anschluss Ihnen zugeschickt wird. Ebenso wird die Präsentation Ihnen zugeschickt. Innerhalb so circa von einer Woche werden Sie das Ganze bekommen. Für den Anfang wollen wir uns ansonsten gerne vorstellen. Dafür würde ich ansonsten gerne gehen. Beat. Grüezi miteinander, mein Name ist Beat Wicker. Ich bin seit etwa 2 Jahren bei der Firma PropBase unterwegs im Bereich Legalverwaltung. Ich bin der Senior in dieser Truppe, das bezieht sich nicht nur auf das Alter, sondern auch auf meine Geschichte. Ich habe Ende 80er Jahre angefangen, in der Legalverwaltung zu arbeiten, immer auf der Seite Software, in verschiedensten Produkten. Und vor 2 Jahren, als PropBase aufgekommen ist, habe ich durfte feststellen, das ist jetzt etwas Neues, das ist etwas, was tatsächlich spannend ist. Und habe darum meinen ganzen Rucksack mitgenommen und habe auf die Seite gewechselt. Danke. Grüezi miteinander, ich bin der Matteo Carosella. Ich bin jetzt schon über 3,5 Jahre bei der PropBase. Ich bin zuständig für das ganze Produktmanagement. Und zusätzlich mache ich auch Schulungen, Kunden-Onboardings und dann die ganze Projektleitungen. Und ich bin der Josip Miljak. Ich habe seit dem Januar bei der Accept angefangen zu arbeiten. Vorher war ich bei der Abacus und bin im Produkt- und Innovationsmanagement tätig. Heute bin ich als Co-Moderator für Sie da. Ich würde ansonsten Sie gerne darauf aufmerksam machen, dass Sie die Möglichkeit haben, über den Chat Fragen zu stellen. Wenn die Frage passend ist, dann würde ich Sie ansonsten direkt stellen. Und ansonsten am Ende des Webinars würde ich auf die Fragen eingehen. Dann werden wir noch ganz kurz eine kleine Vorstellung von der Accept machen. Dazu kann ich so viel sagen, dass die Accept Ihren Partner für Business Software und Digitalisierung ist. Wir realisieren mit betriebswirtschaftlichen und innovativen Softwarelösungen für KMUs wie auch für MPOs verschiedene Softwarelösungen. Und dazu zählt zu der Accept 4 verschiedene Standorte. Da waren einmal in Bern, einmal in Basel, einmal in St. Gallen und einmal in Zürich. Die Accept hat über 180 Mitarbeiter, 12-mal Abacus-Partner vom Jahr geworden. 2000 verschiedene erfolgreiche Projekte, die durchgeführt worden sind. Die Accept ist Abacus Goldpartner seit 2008. Also man sieht, da ist wirklich ein grosser Rucksack, den wir da mitnehmen als Accept. Und Tochtergesellschaft von der Swisscom. Sonst möchte ich nicht zu viel Zeit in Anspruch nehmen. Für was sind wir heute da? Für PropBase. Und entsprechend würde ich mein Wort gerade an Beat übergeben. Dankeschön, voilà. Wir wollen Ihnen da ganz kurz aufzeigen, was der Grundsatzgedanke ist von PropBase und was uns eigentlich unterscheidet von anderen Applikationen, die man sonst kennt auf dem Markt. PropBase ist von Grund auf neu aufgebaut worden, quasi auf der grünen Wiese gestartet und hat das Schwergewicht von Anfang an auf der Bewirtschaftungsseite gehabt. Man hat von der Datenstruktur her dafür gesorgt, dass die Datenhoheit auf der Liegenschaft, schrägstrich auf dem Eigentümer ist und dass sämtliche Informationen so in dieser Kapsel geführt werden und zusammengeführt und dann zusammengehebt werden. Das heisst, die PropBase-Datenbank für eine Liegenschaft ist der zentrale Informationsspeicher von einer Liegenschaft. Das kommt zum Ausdruck bei uns in der sogenannten Ownerbase. Das ist so die Datenbank, die wir pro Eigentümer führen und dort drin sämtliche Daten zusammenführen und zusammenverwaltet. Wir haben die zusätzlichen Sektionen, die wir haben im Bereich Liegenschaftsverwaltung, auch abgebildet. Wir haben entsprechend Möglichkeit für die Verwaltungen, die Informationen zusammenzutragen. Wir haben für die Vermarkter eine eigene Plattform gemacht. Und ich denke, insbesondere in dem Bereich Bewirtschaftung, Vermarktung, sind wir sehr spezialisiert unterwegs und sind aber trotzdem
komplett integriert unterwegs. Also die beiden Bewirtschaftungs- und Vermarktungslösungen sind zu 100% integriert in die Gesamtlösung, die von uns her gebaut worden ist. Dazu haben wir das Abacus, ein komplettes ABA-IMO integriert, das über eine automatische Schnittstelle für uns bedient wird, wo wir sämtliche Möglichkeiten, die Abacus bietet, eigentlich auch zur Verfügung haben. Wir haben es mehr versucht zu standardisieren, von Grund auf zu standardisieren und sind darum sehr stolz darauf, dass wir dort mit ganz kurzer Vorlaufzeit ein Projekt in Angriff nehmen können, weil wir die Lösung so weit parat gebaut haben, dass man eigentlich anfangen kann zu arbeiten. Wir sehen uns als zentrale Datenbank für ARI-Dienst. Was wir nicht selber realisieren können, wird integriert. Und zwar nicht einfach über eine externe Schnittstelle schicken, mal ein CSV, ein Excel hin und her und haben nachher Daten auf beiden Seiten. Sondern wir sind ein zentraler Datenhub und funktionieren so, dass wir die Steuerung übernehmen können, die Informationen aber auch zur Verfügung stellen können. Es gibt externe Funktionen, die wir drin haben. Wir suchen das nicht unbedingt, aber die Möglichkeit besteht, in einem integrativen Zusammenhalt. Das sieht dann visualisiert etwa so aus. In der Mitte haben wir Propis, das meint auch die Liegenschaft. Sämtliche Daten, die auf irgendeinem Modul erfasst oder verändert werden, werden zentral verwaltet, werden zentral gepflegt. Quasi alle am gleichen Ort. Wenn jemand bei der Vermarktung ein neues Foto macht vom Objekt, dann wird das automatisch in der Datenbank abgelegt. Wenn jemand einen Arbeitsauftrag erstellt auf einem Gerät, auf einer kaputten Waschmaschine oder ähnlich, wird das entsprechend zentral geführt. Wir sind ebenfalls ausgerüstet mit einer eigenen CRM-Lösung, das heisst, die ganze Kommunikation mit der Mieterschaft, mit den Handwerkern, auch mit den Eigentümern, ist bei uns integriert und wird über die gleiche Datenbank abgewickelt. Das ist, denke ich, der Punkt, wo am schnellsten schnell ins Programm hineinschauen, dass Sie sehen, was da genau gemeint ist und wie das aussieht. Danke dir vielmals, Beat, für die Ausführung. Wir werden dann sonst gerade, glaube ich, zum spannenden Teil kommen, wo wir ins System hineinschauen und da gerade live miteinander anschauen. Dafür switche ich den Bildschirm zum Matteo über und werden sonst gerade mein Wort an dich übergeben. Super, danke vielmals. Also, wir sind jetzt auf der Software von der Propbase. Wir sind webbasiert, das heisst, mit Internetzugang kann man von überall zugreifen. Die Module, die ich heute zeige, sind Admin-Base, wie ihr hier oben seht. Das ist die ganze Bewirtschaftung. Und rechts haben wir dann das Market-Base, wo die ganze Vermarktung stattfindet. Wenn man sich einloggt, als erstes haben wir unser Dashboard mit den Leerstandsprozentualen, Liegenschaften, die man verwaltet und so weiter. Was wir mit dem Propbase auch gemacht haben, ist das ganze CRM implementiert. Das heisst, wie man hier sieht, man kann Termine über das Propbase verschicken, man kann Leute einladen, man kann Termine überkommen und dann auch mit dem Outlook oder mit dem Handy synchronisieren, das ist auch überhaupt kein Problem. Dann haben wir eine ganze Reminder-Funktion, wo man sich eigentlich so Post-it-Zettel, die man vielleicht von heute noch kennt, wo man am PC oder auf dem Pult hat, kann man einfach im System schnell erfassen, verlinken und dann, wenn es erledigt ist, verschwindet die wieder. Und zum Hauptteil eigentlich von unserem CRM ist das Ganze, die ganze E-Mail-Kommunikation. Also die E-Mail wird noch auch alles über das Propbase laufen. Und der grosse Vorteil ist, wenn eine Mail reinkommt, überprüft das System, existiert ein Kontakt mit der E-Mail-Adresse. Wenn ja, dann sieht man da unten eine blaue Verlinkung. Wenn ich jetzt da aufs Blaue klicke, lande ich direkt im Kontakt, wo ich dann unten rechts die ganze Historie habe, was Nachrichten betrifft. Das heisst, ob ich... wenn der Beat heute krank ist oder ich und dementsprechend nachschauen will, was der Mieter geschrieben hat, kann jeder zugreifen und sieht, okay, das und das ist alles passiert. Im Kontakt haben wir dann auch weitere Funktionen, wie zum Beispiel gesehen, wo das so gerade eingemietet ist, was für Termine man hat und alle Dokumente, die auf dem Mieter abgelegt sind. Als nächstes möchte ich gerne ein bisschen tiefer darauf eingehen, was der Beat gemeint hat mit der zentralen Datenbank. Wir haben ein ganzes Ticketing-Tool implementiert, das sieht man hier auf der linken Seite unserem Menü, wo wirklich alle Aufgaben intern oder auch Aufträge mit externen Dienstleistern erstellt werden können und dann einfach da angezeigt werden. Auch da besteht immer wieder die Möglichkeit Transparenz, was ja Digitalisierung mit sich nimmt, dass wenn jemand ausfällt oder über der Ferien ist, ich dementsprechend einfach filtern kann
und auch die Aufträge von anderen Personen gesehen, ohne dass sie liegen bleiben. Ich würde jetzt gerne mit euch gerade schnell einen Auftrag erstellen. Für das gehe ich hier auf unser Mietobjekt. Ich kann hier entweder in der Suche den Namen eingeben vom Mieter, der gerade anruft. Ich könnte hier nach der Liegenschaft filtern gehen, wenn ich möchte. Oder auch zum Beispiel nach der Etage oder Zimmeranzahl. Also da haben wir wirklich, sind wir sehr flexibel, wie ihr das möchtet, filtern. Ihr seht, ich bin jetzt überall eingemietet. Für unseren Fall würde ich jetzt gerade mal die 3-Zimmer-Wohnung nehmen, wo ich gerade schnell rein kann. Ich ändere gerade schnell die Bearbeitungsansicht. Wenn ich jetzt ein bisschen abscrollen tue, haben wir in Propbase wirklich Möglichkeiten, um die ganzen Räume zu erfassen. Die werden auch automatisch vom System erstellt, anhand von der Zimmeranzahl und die ganzen Bauteile, die man erfassen kann. Der grosse Vorteil, wenn man vorzu Geräte erfassen tut, haben wir hier die ganze BKB-Liste hinterlegt. Das heisst, wenn ich jetzt zum Beispiel wieder den Geschirrspüler drin habe, übernimmt es automatisch die Lebenstour. Ich könnte da die Marke alles eingeben. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Installationsdatum rein tue, sehe ich auch, wenn ungefähr die ganze, der Ersatz vom Geschirrspüler stattfinden muss. Da ist so, am ersten Jahr wird die Information vielleicht nicht allzu viel unterstützen, aber mit der Zeit wird es dann wirklich so sein, dass man über das ganze System eigentlich eine Zustandsanalyse zur Verfügung stellen kann oder auch eine Budgetierung am Eigentümer gehen kann mit wirklichen Daten. Also dann sehen wir über alle Liegenschaften, zum Beispiel wir müssen und der Geschirrspüler in den nächsten 5 Jahren ersetzt werden und dementsprechend kann man auch handeln. Wir haben hier auch die Ablaufgarantie. Da haben wir probiert, mit dem System eigentlich auch automatisch zu unterstützen. Wir wissen, es gibt viele Excel-Listen, die geführt werden. Und bei uns ist das so, man kann einstellen, tun wir bitte 6 Monate vorher eine Erinnerung erstellen, eine Aufgabe von einem Ticket. Und dann wird das System das automatisch machen. Und das gleiche spiele ich auch wieder mit den Wartungen. Da kann ich den ganzen Wartungsvertrag erfassen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel eingebe, dass heute die letzte Wartung stattgefunden hat und sie jährlich gemacht werden muss, auch da wird das System automatisch eine Erinnerung erstellen, dass da die nächste Wartung anfällt. Jetzt gehe ich zurück zum Auftrag. Ich gehe davon aus, dass der Mieter angerufen hat, dass der Geschirrspüler kaputt ist. Dann kann ich hier auf den Geschirrspüler drauf gehen. Habe hier auf der rechten Seite einen Aktionsknopf, wo ich dann kann sagen, Auftrag erstellen. Mal schnell abspeichern. So. Dann ist bei uns der Auftrag erstellen, wie auch andere Prozesse, sind wirklich geführte Prozesse. Das heisst, im ersten Schritt zeigt es mir hier alle Favoriten, die ich bei der Liegenschaft hinterlegt habe. Das heisst, wenn jemand anders einem Mitarbeiter den Auftrag erstellen muss, sieht er gerade, welche Firma für was zuständig ist und könnte es dementsprechend gerade hier auswählen. Wir haben die Möglichkeit, in diesem Prozess gleichzeitig auch gerade Daten anzupassen. Das heisst, man kann schauen, okay, das ist unser Handwerkerkontakt, vielleicht ist es veraltet, der hat gezügelt oder ich sehe, da hat keine Telefonnummer, kann ich hier auf Bearbeiten klicken, gebe hier schnell die Telefonnummer ein, kann das Ganze abspeichern und dann habe ich eigentlich den Kontakt im Adressbuch schon erweitert. Ich gehe noch weiter, gebe ein, was der Mieter mir mitteilt hat. Zum Beispiel Wasser bleibt liegen. Man sieht hier oben auch schon Geschirrspüler, Marken und so weiter, die wir schon vorher eingegeben haben. Ich gehe noch weiter, ich kann sagen, wer bei uns intern zuständig ist, wer ist vor Ort, in dem Fall der Mieter. Und da ist auch ganz wichtig, dass man Mieterdaten ergänzen kann, wenn etwas fehlt. Weil wenn ich jetzt hier den Mieter auswähle, wird die Information am Handwerker weitergeleitet. Und dann könnt ihr da auf Bearbeiten klicken, das gleiche Spiel wie beim Handwerker. Und kann da jetzt zum Beispiel die E-Mail-Adresse hinzufügen, Telefonnummer oder was auch immer gerade gefehlt hat oder sich geändert hat. Dann könnt ihr da noch ein bisschen Druck machen auf den Handwerker und sagen, ich möchte es bis am 14.06. erledigt haben und dann können wir da mit Vorlagen arbeiten, auch da einmal einrichten in den Einstellungen und kann ich das auswählen, dann füllt es da den Text automatisch wieder aus. Ganz zum Schluss haben wir noch die Möglichkeit, eine Nachricht am Mieter zu schicken, das heisst, wenn ich da jetzt den Mieter auswähle, wird dann ein E-Mail verschickt am Mieter, dass der Auftrag erstellt worden ist.
Dann noch eine kurze Vorschau, wie der Handwerker das gesehen wird, dann kann ich es verschicken und dann ist das eigentlich von meiner Seite vorerst mal erledigt. Und in dem Moment, wo ich es verschickt habe, bekommt der Handwerker einen Auftrag. Den sehe ich da. Er kann jetzt auf Ticket anzeigen klicken. Und für das braucht der Handwerker kein Login. Er braucht, er zahlt uns nichts. Also es ist wirklich kostenlos für den Handwerker und kann dementsprechend das anschauen, kann den Auftrag annehmen, kann mir eine Notiz schreiben. Das Wichtige ist da, dass wirklich alles über Kommentare laufen wird, weil wenn ich dann in 3 Jahren nachschauen will, was passiert ist, kann ich das nachschauen. Was meine ich damit? Ich gehe zurück ins Propbase. Wenn ich jetzt zum Beispiel da wieder den Geschirrspüler habe, habe ich da die Möglichkeit, zum auf die Aktivität zu klicken. Dann sehe ich eigentlich alles, was jemals gemacht worden ist, an dem Objekt. Ich könnte aber da auch nach dem Geschirrspüler filtern gehen und sehen, okay, in den letzten 7 Monaten sind 3 Aufträge erstellt worden. Ich kann gut reinschauen, was passiert ist, was der Handwerker geschrieben hat und habe da jederzeit die ganze Historie. Die Historie wird dann auch für das Abnahmeprotokoll dann zur Verfügung gestellt, ohne dass ich dann mit Rechnungen oder sonst irgendwelche Papierdokumente an die Abnahme ausgehen. Dann würde ich als nächstes gerade schnell einen Kündigungsprozess zeigen und die ganze Vermachtungsgeschichte, wie das integriert ist. Für das gehe ich wieder auf Mietobjekt. Ich gehe davon aus, dass der Mieter mir einen Brief geschrieben hat mit der Kündigung. Ich habe den Mieternamen eingegeben, klicke auf das Objekt und kann ein bisschen runterscrollen, sehe dann die ganzen Objektinformationen und habe da wieder einen Aktionsknopf, wo ich sage, Kündigung erfassen und auch da wieder einen Prozess. Falls der Mieter mehrere Objekte hatte, zum Beispiel einen Parkplatz, einen Nebenraum oder sonst irgendetwas, würde das da aufgelistet werden und könnte das eigentlich direkt auch noch mitgründen. Schritt 2 ist übersprungen worden. Da fragt man einfach, ob alle Mieter unterzeichnet haben. Dadurch, dass nur ein Mieter ist, können wir das nicht nachfragen. Und dann da kommen wir eigentlich zu den Kündigungsdetails. Da kann ich sagen, wer hat gekündigt, ordentlich, außerordentlich, außerordentlich. Und den Kündigungsgrund kann ich auch bestimmen. Auch da wieder mit einer Statistik, die ich dann nach gewissen Jahren wieder rausziehen kann. Da gebe ich ein, dass ich die Kündigung heute bekommen habe, zum Beispiel gestern abgeschickt worden ist. Und dann berechnet das System automatisch das nächste mögliche Kündigungsdatum anhand der Fristen, die im Vertrag hier oben bei den ersten 6 Feldern bekannt geworden sind. Ich habe jetzt hier 0 drin, darum nimmt da immer Ende Monat. Und in dem Schritt hätte ich auch gerade die Möglichkeit, zum Kündigung einscannen, direkt im System hochladen, dann habe ich das, das Dossier vom Mieter auch wieder vollständig mit dem Kündigungsschreiben. Dann im 4. Schritt und im vorletzten Schritt kann ich alle Dokumente erstellen, die ich am Mieter schicken möchte. Also das heisst, ich möchte ihm eine Kündigungsbestätigung schicken. Falls man irgendwelche Checklisten noch möchte, könnte man die auch hinzufügen. Und dann auswählen. In dem Moment mache ich nur eine Kündigungsbestätigung, klicke auf Dokumente erstellen. Jetzt tut das System da im Hintergrund mir das Word-Dokument erstellen, anhand von der Vorlage, die erstellt worden ist. Bei uns ist wirklich alles mit Word. Das heisst, das könnte dann jeder auch selber wieder mal formatieren, Logo anpassen, Schrift anpassen, was auch gewünscht ist. Im letzten Schritt ist noch der Leerstand, den man hinzufügen kann. Da übernimmt es alle Daten vom Vormieter, wenn das passt, einfach kurz abspeichern. Und dann habe ich jetzt eine Kündigung erfasst. Ihr seht es da aktiv gekündigt und der Leerstand aber am 1.7. Der nächste Schritt ist eigentlich am System sagen, ich möchte das Objekt vermarkten. Und weil die Vermarktung bei uns im Marketplace stattfindet, kann ich da wieder auf die Aktionen gehen, kann sagen, für Vermarktung freigeben, sehen da die ganzen Objektinformationen, aktuell Stand von dem Mietverhältnis und kann da noch irgendwelche Notizen hinzufügen. Da ist wirklich so, wenn ich das selber mache, kann ich Notizen für mich machen. Wenn es ein Mitarbeiter macht, für den Mitarbeiter, bei uns steht da die Möglichkeit, dass eine externe Firma zugreift aufs Marketplace, dann könnte ich für die Firma eine Notiz machen. Ich klicke auf für Vermarktung freigeben, dann macht das System wirklich nichts anderes, als das Objekt in Marketplace überschicken. Eine zweite Variante über Vermarktungsliste, da benutzen aktuell viele Kunden als Leerstandsliste.
weil sie da wirklich alle Objekte haben, die aktuell im Leerstand sind oder gekündigt sind und noch keinen Nachmieter gefunden haben. Dann würde ich jetzt gerade ins Marketplace springen. Ihr seht da auf der linken Seite, das Menü ist viel geringer geworden, weil man braucht viel weniger Informationen als Vermarkter. Ich klicke auf Vermarktung. Ihr seht da, neu ist gerade die Wohnung übergekommen, die wir vorher gekündigt haben. Ich zeige euch jetzt aber schon bestehende Bestehensinserat, damit ich da auch alle Details besser zeigen kann. Ich klicke auf Inserat bearbeiten aus dem Grund, weil die meisten Daten, die ich hier sehe, sind schon mal erfasst worden. Das heisst, ich muss sie nicht mehr nachträgen. Ich sehe aber, wenn zum Beispiel die Wohnfläche falsch ist oder irgendetwas anderes nicht richtig eingetragen worden ist, kann ich das einfach anpassen. Und dann ist das eigentlich direkt auch für Bewirtschaftung angepasst. Ich habe da die Möglichkeit zum Vermarktungstitel, Beschreibung, das kennen ja alle auch schon gut. Das ist das, was man noch in der Vermarktung sieht oder auf dem Marktplatz. Man kann da die ganze Nettomiete hin tun, wenn es verfügbar ist, ob es noch zusätzliche Parkplätze hat. Dann haben wir da die Möglichkeit zum Fotisieren tun. Die Reihenfolge, die da ist, wird dann auch auf dem Marktplatz sein. Ich kann das hin und her schieben. Dementsprechend die Reihenfolge verändern. Dokument, Video kann man da alles hinzufügen. Kautionen hätte ich Möglichkeiten, zu sagen, wie hoch ist sie, mit welchen schaffe ich zusammen. Dann könnte das der Interessent, wenn er das Anmeldeformular ausfüllt, auch direkt gerade auswählen. Credit Trust können wir auch freischalten, wenn man möchte. Die Entfernung eingeben. Dann kommen wir zu den Eigenschaften vom Gebäude. Alles, was ich hier auswähle oder auch bei den Eigenschaften vom Objekt, muss ich nicht in die Beschreibung im Schritt 1 nehmen, weil das tun wir wirklich als Auflistungspunkt eigentlich übermitteln. Und die meisten Interessenten werden das wirklich nicht mehr gross lesen, darum unterstützen wir da mit den Einstellungen. Und bei den Eigenschaften Gebäude wird es so sein, wenn die nächste Wohnung in dem Gebäude leer ist, sind die Sachen schon vorausgefüllt und muss die nicht mehr auswählen. Gehe noch weiter, da komme ich zu der Kommunikation. Ich kann sagen, wer ist zuständig bei uns intern, wer macht Besichtigungen. Und da könnt ihr jetzt auch direkt eine E-Mail verfassen, wo die Interessenten bekommen, sobald sie eine Anfrage schicken. Das heisst, ich kann da sagen, mit einer E-Mail-Vorlage, wenn ich immer wieder das Gleiche verwende, kann ich das so auswählen. Dann füllt es mir da das Mail direkt aus. Ich hätte jetzt da noch die Möglichkeit, zu sagen, tu mal bitte Kontaktdaten vom Mieter noch rein. Dann übernimmt es da die ganzen Informationen, ohne dass ich jetzt gross muss, die gut zusammensuchen. Ich hätte aber auch die Möglichkeit, zum direkt den Link zum Anmeldeformular mitschicken. Das Anmeldeformular ist bei uns wirklich alles digital. Ich werde Ihnen nachher gerade zeigen, wie das aussieht. Dann gehe ich auf Weiter und im letzten Schritt kann ich eigentlich alles exportieren. Wir unterstützen aktuell New Home, Homegate, ImmoScout, Flatfox und Casasoft und die eigene Webseite, die wir logischerweise auch zur Verfügung stellen können. Was wir auch noch eingebaut haben, ist, dass man die Inserat terminieren kann. Das heisst, man kann sagen, nach 30 Anfragen nimmt es wieder offline oder nach einem bestimmten Datum kann man es auch wieder offline stellen. Du das Ganze veröffentlichen. Und springe jetzt eigentlich schnell zum Anmeldeformular, dass ihr mal sehen könnt, wie das Ganze aussieht. Der Interessent kann auf den Link klicken. Er sieht da die ganzen Fotos, die wichtigsten Informationen und kann da eigentlich alles ausfüllen: Name, wo er arbeitet, wer der Vermieter ist und so weiter mit dem Betreibungsauszug und so weiter und so fort. Der Vorteil ist, wenn das Ganze digital ausgefüllt wird, ich mache jetzt da gerade schnell eine Anfrage auf. Ich sehe da, das Anmeldeformular ist reingekommen. Das wird dann auch als PDF abgeleitet. Das bleibt dann auch im Kontakt hängen. Und der ganze Kontakt vom Interessent hat er selber ausgefüllt. Also das heisst, alles, was ich da sehe, ist vom Anmeldeformular reingekommen. Das habe ich nicht müssen manuell eindeckeln. Der grosse Vorteil ist, wenn ich jetzt eine Vermietung hinzufüge, muss ich da eigentlich gar nichts mehr machen, sondern nur noch sagen, hey, ich möchte hier Vermietung hinzufügen. Klicke drauf. Der erste Schritt kann ich den Debitor und Mieter auswählen. Die sind automatisch schon übernommen worden. Gehe noch weiter. Ich habe hier die Möglichkeit, zum ganzen Vertragsdaten eingeben. Ich meine, da muss ich nicht allzu gross ins Detail gehen. Netto, Miete,
jetzt sind es Bestandteile und so weiter, übernimmt es automatisch vom Inserat. Und dann könnt ihr da noch den Referenzzinssatz in der Tour und Kostensteigerung, wo es auch automatisch nimmt. Und dann eigentlich nur noch weiterklicken und kann sagen, welche Dokumente möchte ich erstellen. Ich möchte einmal ein Anschreiben vom Mietvertrag und zum Beispiel Mietvertrag für Wohnräume. Klicke auf Erstellen und Speichern. Nein, ich habe kurz Moment, das ist jetzt gar noch nicht übernommen, dieses System. Es zeigt gar noch da das PDF an. So, ein ganz kurzer Moment bitte. Ich glaube, du musst mal den Screen sharen. Genau. Richtig. So, jetzt. Genau. So, okay. Jetzt sieht man es wieder richtig. Entschuldigung. Ich mache nochmal ganz schnell, was haben wir gesehen? Bei den PDFs sind wir okay. Also wirklich das Anmeldeformular, wird das PDF abgeleitet. Und jetzt habe ich die Vermietung schon hinzugefügt, aber ich kann sie nochmal schnell zeigen. Da haben wir den Knopf, der jetzt ausgelaut ist, weil ich es schon gemacht habe. Aber ich kann das schnell bearbeiten. Ist der gleiche Prozess. Wie ich gesagt habe, der Mieter übernimmt es automatisch. Und da kann ich wirklich die ganzen Vertragsdaten eingeben. Da wird alles übernommen vom Inserat. Und dann kann ich wirklich sagen, weiter. Und du im letzten Schritt eigentlich sagen, welche Dokumente möchte ich mitschicken. Zum Beispiel das Anschreiben vom Mietvertrag und Mietvertrag für die Wohnräume erstellen. Dann fügt man da das Mietfeil schon mal hinzu, dass es reserviert ist. Und da sehe ich, hat mein System jetzt das Anschreiben generiert und auch den ganzen Mietvertrag, den ich dann am Mieter verschicken kann. Wir haben bei uns auch die Möglichkeit, mit DeepSign die digitale Unterschrift zu benutzen. Also man kann da auf digitale Unterschrift klicken. Wer bei uns intern unterschreiben muss, wer es extern unterschreiben muss, dann einen Text rein tun und kann da sagen, eigentlich tun wir bitte alles unterschreiben. Die Dokumente möchte ich mitschicken. Druck auf Erstellen. Und in dem Moment wird eigentlich das E-Mail verschickt an Mieter, wo er digital unterschreiben kann. Und dann wird das gleiche Spiel eigentlich für mich als Bewirtschafter auch noch passieren, wo ich dann auch noch unterschreiben kann. Ihr seht da, wir haben DeepSign komplett integriert. Das heißt, man sieht da auch immer, wie es aussieht, wer schon unterschrieben hat, wer noch nicht unterschrieben hat. Und sobald beide unterschrieben haben, kann ich wirklich sagen, Vermietung aktivieren. Den Mietvertrag muss ich nicht mehr hochladen, den übernehmen wir automatisch von DeepSign. Wenn man ohne DeepSign schafft, kann man schnell einscannen, hochladen, das Ganze abspeichern. Adresse übernehmen, Vertragsbeginn, ja. Allen anderen möchte ich absagen, wenn die sagen, absagen mit Nachricht. Auch da wieder mit der Vorlage arbeiten am besten. Ich tue jetzt manuell etwas reinschreiben. Klick auf Senden, jetzt habe ich alle anderen Interessenten abgesagt. Kann den Mieter habe ich vermietet und für mich ist das eigentlich erledigt. Wichtig zum Wissen ist einfach auch, dass man zum Beispiel alle anderen Interessenten, die nicht Mieter werden, die werden direkt nach 30 Tagen aus dem System gelöscht, aus datenschutztechnischen Gründen. Also um das müsst ihr euch dann auch nicht mehr kümmern. Gut, von meiner Seite ist das eigentlich gewesen. Dann würde ich das Wort wieder an Josip übergeben. Perfekt, danke dir vielmals, Matteo, für die Ausführung und für den Einblick in die Software selber. Ich möchte Sie sonst noch darauf aufmerksam machen, nochmal. Es gibt immer Teilnehmer, die noch zu einem späteren Zeitpunkt dazukommen. Ich möchte darauf aufmerksam machen, dass das Webinar aufgenommen wird und im Nachhinein circa in einer Woche nicht zugeschickt wird, wie auch die Folie bzw. die Präsentation. Ich möchte Sie ebenfalls darauf aufmerksam machen, dass Sie die Möglichkeit haben, über den Chat Fragen zu stellen, wo wir dann nachher auch gerade darauf eingehen können. Ebenfalls möchte ich Sie darauf aufmerksam machen, auf unsere nächsten Events bei der Accept. Dafür haben Sie unten rechts die Möglichkeit, über den QR-Code einzuscannen und entsprechend auf unsere nächsten Events einzusehen. Genau.
Ansonsten werde ich noch ganz kurz eine Umfrage einblenden. Und während die Umfrage eingeblendet ist, werden wir ansonsten gerne noch auf die Fragen eingehen. So. Wir haben ansonsten noch ein paar Fragen gehabt, die reingekommen sind. Ich würde sie sonst gerade stellen. Und zwar ist das Wort gefallen, dass das Prop-Based zentrale System ist. Das zentrale System bezieht sich in dem Fall auch auf das CRM, also nicht nur auf die Immobilienverwaltung. Also das CRM, wo wir haben, betrifft jetzt wirklich die ganze Immobilienverwaltung. Mhm. Also das heisst, die ganze Mieterkommunikation, Handwerkerkommunikation, Eigentümerkommunikation. Ja. Diverse Kunden von uns sind wirklich auch komplett am Umstellen, dass sich das Outlook eigentlich gar nicht mehr benutzt. Klar, es ist halt immer, je nach Firma, was sonst noch für Tätigkeiten gemacht werden, muss man dann das Ganze anschauen, aber rein theoretisch können wir das Prop-Based als zentrales CRM benutzen. Das machen wir auch intern als Prop-Based, benutzen wir das wirklich als CRM mit allen Kunden. Okay, danke. Dann haben wir eine zweite Frage, wo du es inseratisch willst, online stellen. Hast du noch die Funktion aufgezeigt, dass die Möglichkeit besteht, zum automatisch Inserat offline zu stellen? Beziehungsweise, wenn ich gewisse, mit einem Datum, und wenn man sagt, nach 30 Tagen möchte man da offline stellen, bekommt man dann einfach eine Erinnerung oder wird das Inserat wirklich automatisch abgenommen? Es wird automatisch abgenommen, dass man noch manuell etwas machen muss. Also das macht das System alles. Okay. Ist gut. Und dann haben wir noch eine dritte Frage und die letzte Frage. Beim Signieren, wo du am Schluss gezeigt hast, dann wir einen Link generieren. Den Link dort dann gerade aufs DeepSign verweisen und dann haben wir über DeepSign die Möglichkeit, um die Unterschriften zu vollziehen. Es wird so sein, dass sobald ich es alles erstellt habe im Prop-Based, bekommt der Mieter ein E-Mail mit dem Link von DeepSign, also da, wo man jetzt schon kennt vom DeepSign. Sie klicken drauf, dann geht wirklich das PDF auf mit der rechten DeepSign-Funktionen. Also das ist wirklich noch alles, was in DeepSign passiert. Mhm. Das ist sehr wichtig mit der, mit der Authentifikation, die DeepSign dort müssen machen. Also das wird alles ganz normal über das DeepSign gemacht. Okay. Mal, das sind alle Fragen gewesen. Ich möchte mich ansonsten recht herzlich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken und wünsche Ihnen noch ganz einen schönen Tag. Danke vielmals für Ihre Zeit und noch eine schöne Woche. Danke und auf Wiedersehen.